Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Bartagam-Video. Jo, es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal ein richtiges Thema hatte, aber auch nur, weil mir kein bestimmtes eingefallen ist. Ich könnte so viele Themen aber trotzdem mit euch bereden, egal ob es jetzt mit Reptilien allgemein zu tun hat oder Bartagam, ob es über die Futterinsekten zu tun hat oder irgendwelche anderen Sachen. Aber mir ist tatsächlich schon etwas eingefallen. Ich habe nur noch nicht gewusst, ob ich wirklich mit euch über dieses Thema reden wollen würde, weil es vor allem damit zu tun hat, mit etwas, was ich tatsächlich in einem meiner letzten Farb-Bartagam-Geschichte erwähnt habe. Beziehungsweise mein letztes Video war ja über German Giants. Und da habe ich vor allem das erwähnt, dass man vor allem vermutet hatte, dass die ersten German Giants aus Hybridisierung hervorgegangen sind. Und damit wären wir tatsächlich schon im heutigen Thema Bartagam-Hybriden. Ihr könnt über Bartagam-Hybriden so viel halten, wie ihr wollt. Ihr könnt sie gut finden, ihr könnt sie schlecht finden. Ob sie existieren sollten oder nicht, ist euch ganz überlassen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, fangen wir einfach mal an. Aber wo genau? Zuerst mal zur Frage, was ist überhaupt ein Hybrid? Und wann ist es ein Hybrid und wann ist es zum Beispiel eine Rassenvermischung? Bartagamen, so wie Haku das ist, gehören einer bestimmten Art an. Der Pogona-Vidiceps. Pogona-Vidiceps wird auch die zentrale Bartagame genannt. The Central Bearded Dragon oder eben die Inland Bartagame oder einfach nur streifenköpfige Bartagame. Diese Bartagam-Art ist eine von vielen Bartagam-Arten, die tatsächlich in Australien existieren. Es gibt dann zum Beispiel noch Pogona Nolabor, Pogona Barbata, Pogona Henry Larsoni, Pogona Micheli, Pogona Microlepidota, Pogona Minor, Pogona Minor Minima. Und damit hätte ich diverse Arten, wenn nicht sogar alle Arten von Bartagam, die es in Australien gibt, aufgezählt. Und genauso wie auch die Pogona Vidiceps sehen sich alle Bartagam-Arten recht ähnlich. Das bedeutet, viele Bartagam-Arten haben, genauso wie die Pogona Vidiceps, ein Kinn, wo Stacheln dran sind, am Hinterkopf, wo Stacheln dran sind und eine Körperseite, wo ebenfalls Stacheln dran sind. Der einzige richtig große Unterschied ist vor allem meistens die Kopfform oder zumindest auch die Körpergröße bzw. die Körperlänge und vor allem auch der Aufbau des Körpers. Dünner, dicker oder irgendwo dazwischen. Von den gesamten Bartagam-Arten gibt es drei Bartagam-Arten, die sich tatsächlich schon ziemlich häufig rauskristallisiert haben. Und die eine ist zum Beispiel die Pogona Vidiceps, wie ich das schon erwähnt habe. Die andere ist die Pogona Henry Larsoni. Und die andere ist nicht so häufig, die nennt sich Pogona Micheli. Eine andere Bartagam-Art, die nicht so häufig ist und wahrscheinlich auch nicht ganz so häufig sein wird, ist die Pogona Barbata. Die Pogona Barbata, auch östliche Bartagame genannt, ist zum Beispiel einfach ein perfektes Beispiel einer Art, die tatsächlich der Pogona Vidiceps am ähnlichsten ist. Vor allem die männlichen Exemplare von Pogona Barbata zeichnen sich vor allem durch einen sehr kräftigen, großen und langgezogenen Kopf aus, mit einer langgezogenen Schnauze und einer bestimmten Anordnung der Stacheln, welche tatsächlich im Hinterkopf an eine Art V erinnern. Diese Bartagam-Art lebt überwiegend im östlichen Teil Australiens, genauer gesagt über den Bergen und entlang der Küstengegenden. Dort kommt die Bartagame vor allem überwiegend in Städten vor, an Flussgegenden und selbst auf alten Friedhöfen fühlen sich diese Tiere sehr wohl. Wenn ihr also schon einmal in Sydney wart, beziehungsweise in der Nähe von Sydney oder irgendwo in den östlichen Gebieten von Australien, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bewusst sein, dass ihr, wenn ihr so eine Echse dort schon mal gesehen habt, hundertprozentig so eine östliche Bartagame ist.
Denn andere Bartagam-Arten, wie zum Beispiel Pogona viticeps oder Pogona henrilassoni, bewohnen nämlich ganz andere Gebiete von Australien und dementsprechend begegnen sich diese Tiere gegebenenfalls auch gar nicht. Der einzige Ort, an dem man Bartagam so nah aneinander sieht, wie man es sonst nirgendwo sehen würde, ist meistens in einem Zoo oder vielleicht sogar in einer Art Zuchtanstalt. Denn die Bartagamme an sich ist nämlich ein sehr beliebtes Terrarientier und das häufigste gehaltene Terrarientier, welches auf der Welt überhaupt so existiert. Pogona viticeps ist natürlich auf Platz 1, direkt gefolgt von Pogona henrilassoni. Für einen Laien, der sich jetzt nicht so gut damit auskennt, welche Bartagamme welche ist, ist es natürlich sehr schwer zu merken, welche Bartagamme überhaupt welche ist. Vor allem, wenn die Jungtiere sind, sehen die sich sehr, sehr ähnlich. Manchmal werden Bartagam-Arten falsch angeboten. Zumindest war es früher immer manchmal so, wenn man zum Beispiel geglaubt hatte, man hat eine Zwerg-Bartagamme verkauft. Aber in Wirklichkeit war es eigentlich nur eine Pogona viticeps, welche eventuell sogar im Wachstum etwas stecken geblieben ist. Genauso glaubt man vielleicht auch eine Pogona viticeps zu sehen, aber in Wirklichkeit hat man es vielleicht sogar mit einer Pogona henrilassoni zu tun, welche gegebenenfalls sogar schon ausgewachsen ist. Genau aus solchen Fehlern resultieren manchmal fälschliche Verkäufe bzw. fälschliche Bezeichnungen und wer natürlich noch mit diesen Tieren dann plötzlich noch weiter züchtet, der hat natürlich erstmal plötzlich das große Nachsehen, weil plötzlich eine Bartagamme anders aussieht als zum Beispiel die vorher zusammengepaarten Tiere. Das Ergebnis ist dann natürlich, dass aus den beiden Agamen plötzlich ein Hybrid entstanden ist. Hybridisierungen in der Tierwelt sind nichts Neues. In der gesamten weiten Welt, egal wo man ist, gibt es immer mal wieder einzelne Hybridenformen von verschiedenen Tieren, wie zum Beispiel Säugetieren, Vögeln oder anderen Lebewesen, welche man tatsächlich auch in der freien Natur begegnen kann. Allerdings ist es nicht so bei Bartagam. Dadurch, dass die Bartagam geografisch voneinander getrennt sind, gibt es natürlich eine Unmöglichkeit, dass sich eine Bartagame in freier Wildbahn mit einer anderen Art fortpflanzen kann. Vor allem schon diesbezüglich, weil diese Agamen alle unterschiedliche Größen haben und sich, wenn sie sich begegnen würden, tatsächlich gegenseitig fressen könnten. Zumindest könnte die größere Pogona barbata ohne Probleme eine Pogona viticeps, wenn diese noch nicht halbwüchsig ist, verschlingen. Genauso kann aber auch eine Pogona viticeps eine Pogona henrilassoni verschlingen. Was auch einer der häufigsten Gründe ist, warum man tatsächlich eine Bartagame wie eine Pogona viticeps niemals mit einer Pogona henrilassoni oder einer Pogona barbata zusammenhalten sollte. Auf dem nächsten folgenden Bild sieht man, wie eine erwachsene Pogona viticeps und eine Pogona henrilassoni im Vergleich zueinander aussehen, wenn diese eine kompakte Größe haben. Da ist es natürlich kein Wunder, dass manche Bartagam, wenn sie vor allem etwas kleiner sind, auch beschließen, sich mit einer Pogona henrilassoni zu paaren. Und sowas passiert tatsächlich auch häufig bei Hybridisierung bzw. bei Verpaarungen. Manchmal werden Bartagam-Männchen zum Beispiel zu Paarungen bereits zugelassen, obwohl die selber noch nicht mal ausgewachsen sind. Diese können es natürlich, denn diese müssen im Gegensatz zu den Weibchen keine Eier tragen. Aber es läuft trotzdem auch Gefahr, wenn die zu klein sind, dass auch die Männchen plötzlich gefressen werden könnten. Bei henrilassonis ist es natürlich die gleiche Geschichte. Wenn man eine Pogona viticeps und eine Pogona henrilassoni aus Versehen miteinander verpaart hat und diese Eier inkubiert hat, dann kommt da natürlich eine völlig neue Bartagam-Art raus. Diese Bartagame nennt sich Pogona vitikin. Oder vielleicht auch vitikins. Ich glaube, vitikins ist tatsächlich die korrektere Aussprache bzw. Bezeichnung dieser Bartagam-Hybridform. Der Name vitikins ist ein zusammengesetzter Name aus viticeps und renkins. Denn im Englischen heißt die Pogona henrilassoni nämlich auch renkins Bartagame. Beziehungsweise Renkins Dragon. Genauso wie die zum Beispiel auch Larson's Dragon genannt wird.
Beide Bezeichnungen haben tatsächlich ihre eigene Story, aber die eine ist vor allem, dass einfach nur der Dichter Henry Larson für den Namen verantwortlich war, da nämlich die Bewohner Henry Larsoni nämlich tatsächlich wissenschaftlich nach dem Dichter benannt wurde. Renkins ist allerdings ein ganz anderer Name und eine ganz andere Geschichte. Und die spielt sich etwa so ab. Einst gab es mal einen großen Entdecker namens Renkins. Dieser war ein sehr guter, ausgebildeter Herpetologe und vor allem noch sehr jung. Er war sehr entdeckerfreudig, sehr jung und entdeckte unter anderem auch sehr viele Reptilienarten, unter anderem auch Bogona Henry Larsoni. Bei einem seiner Ausflüge allerdings passierte ein sehr schlimmer Unfall und Renkins stürzte einen großen Berg hinab in einem seiner Erkundungen. Leider konnte er nur noch tot geborgen werden. Aber genau aus diesem Grund wurde die Bogona Henry Larsoni auch Renkins Dragon genannt. Als Anden an den großen jungen Herpetologen, der sehr viele Reptilien beschrieben und entdeckt hat. Und aus diesen beiden Namen setzt sich Wittikins Dragon zusammen. Aber wie sieht ein Wittikins Dragon eigentlich aus? Je nachdem, welche Elternteile sich dominant ausgewirkt haben, sind Wittikin Dragons tatsächlich sehr unterschiedlich aussehend. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man tatsächlich auch nur vermeintliche Bilder von Wittikins Dragons gesehen. Manche sahen komplett aus wie Bogona Wittizeps, waren vielleicht etwas kleiner, aber man konnte dabei nicht hundertprozentig wirklich sagen, ob es sich hierbei auch um Wittikins gehandelt hat. Eines der akkuratesten Bilder einer Bezeichnung einer Bogona Wittikin lässt sich hier sehen. Hier sieht man ganz eindeutig den Körperbau einer Bogona Wittizeps, so wie man die zum Beispiel auch in der freien Natur antreffen würde. Grau, typisch dreieckig formender Kopf und auch ein Schwanz. Was allerdings diese Bartagame von der reinrassigen Bogona Wittizeps unterscheidet, ist aber vor allem das Fleckenmuster, welches so außergewöhnlich unique wirkt. Denn diese ist nämlich übertragen von der Bogona Henry Larsoni. Schon früher ist mir aufgefallen, dass Bogona Henry Larsoni im Gegensatz zu den Wittizeps ziemlich cremig farbene Flecken hatten, welche einen sehr leichten, verwaschenen Verlauf hatten. Sie wirken zum Beispiel nicht sehr kontrastreich durchgezeichnet, wie zum Beispiel bei einer Bogona Wittizeps, welcher vor allem eine sehr kontrastreiche Fleckenmusterung hatten, mit einem ziemlich schärferen Übergang, als zum Beispiel die Bogona Henry Larsoni besitzt. Jeder weiß etwa so, wie die Farben einer Bogona Wittizeps aussehen. Und diese Wittikins Agame, wie die halt in diesem Forum gekennzeichnet wurde, hat tatsächlich Eigenschaften beider Arten. Die anatomische Besonderheit der Bogona Wittizeps zusammengepaart mit dem Muster der Bogona Henry Larsoni, welche vor allem auch ziemlich leicht verwaschen aussieht im Übergang, und vor allem grau an der Farbe, vor allem weil Bogona Henry Larsonis sehr häufig braun bzw. auch grau sein können. In der Gesamtgröße liegt die Bogona Wittikins etwa zwischen Bogona Henry Larsoni und Bogona Wittizeps. Wo es allerdings auch Exemplare gibt, welche zum Beispiel mehr aussehen wie Bogona Henry Larsoni, aber zum Beispiel den Schwanz haben einer Bogona Wittizeps. Aber kann man diese tatsächlich als Hybriden bezeichnen? Von den körperlichen Eigenschaften, die diese Hybriden haben, scheinen sie tatsächlich der Hybridenordnung zu entsprechen. Allerdings gibt es wirklich auch nur Bilder von ihnen. Wie sieht es aber bei Videos aus? Gerade auf YouTube in den letzten Jahrzehnten habe ich immer häufig nach Wittikins auf Videos gesucht, weil ich mal wissen wollte, ob die sich irgendwie anders verhalten oder anders bewegen oder allgemein auch anders aussehen, weil es wirklich nur sehr wenige Wittikins-Bilder zu der damaligen Zeit gab. Ob diese Wittikins aber tatsächlich wirklich Wittikins waren, konnte man nicht beweisen. Und manchmal fand ich sogar Videos, wo vermeintliche Wittikins gezeigt wurden, was man aber nicht 100% feststellen konnte, weil diese Videos so furchtbar aufgenommen wurden, dass es natürlich eine totale Dunkelkammer war, wo die wirklich alle gezüchtet wurden und man hat nicht gesehen, wie die aussahen. Jedenfalls nicht wirklich.
Ich kann euch mal einen Einspieler geben. In dieser Aufnahme sieht man nichts weiteres als eine kleine Neonlichtröhre und einen ziemlich schwachen Wärmespot. Ich weiß nicht, wie diese Person das gesehen hat, aber von dem, was die Kamera hier aufzeichnet, kann man nicht unbedingt wirklich feststellen, ob das auch wirklich Wittikinds sind oder einfach nur kleine Henry Larsonis oder sogar Wittizeps. Also gab es nur eine Möglichkeit, ich musste weitersuchen. Ich wollte nämlich mal unbedingt mal ein erwachsenes Tier von dem Wittikind sehen, denn alle Tiere, die man bis dato eigentlich nur wirklich gesehen hatte, waren nämlich allesamt Jungtiere, so wie diese hier in dieser Badewanne bzw. in dieser schwachen Einrichtung. Ich fand aber tatsächlich noch einige vermeintliche andere Bezeichnungen von Wittikinds Dragons, welche allerdings mich aber auch nicht überzeugt haben, vor allem weil diese irgendwie nicht so aussahen, wie ich eigentlich dachte. Dieses eingeblendete Exemplar sah aber für mich auch nicht wie ein Wittikinds aus. Der Besitzer hat zwar ziemlich genau betont, dass es sich wahrscheinlich um eine handelt, aber wenn ich mir die so auf den ersten Blick ansehen müsste, sieht die für mich tatsächlich nicht wie ein Wittikinds Dragon aus. Sie wurde als halb so groß bezeichnet als eine Bartagame, sieht aber für mich trotzdem eher aus wie eine Bartagame, die tatsächlich ein bisschen kleiner geblieben ist, beziehungsweise sieht die auch ziemlich weiblich aus. Also sie hat eine kurze Schnauze, sie hat aber trotzdem die gesamten Proportionen wie eine Pogona Wittizeps. Und deswegen würde ich auch sagen, dass man auch hier nicht unbedingt sagen kann, ob es sich hierbei wirklich um eine hundertprozentige Wittikin handelt oder nicht. Meines Erachtens nach wurde hier sehr viel geflunkert, beziehungsweise fehlen hier einfach die Beweise, um wirklich festzustellen, ob das wirklich eine Wittikin ist, so wie man die zum Beispiel als solche bezeichnen würde. Wie schon gesagt, aus meinem Blickwinkel sieht das eher aus wie ein etwas kleiner gewachsenes Weibchen mit einem ziemlich dicken Bauch und ziemlich wackeliger Kamera. Auf meiner Suche nach einer Wittikin-Aufnahme fand ich aber noch ein drittes Video, wo allerdings auch wieder eine vermeintliche Wittikin gezeigt wurde. Aber genauso wie bei den anderen beiden Videos fehlte auch hier da die eindeutige Beweislage. Nur weil jemand Wittikin schreibt, heißt es noch lange nicht, dass es eine Wittikin ist. Natürlich weiß ich auch nicht, wie sich bei Hybridisierungen die ganzen Körperproportionen miteinander vererben, aber von dem, was ich hier körperlich so sehe, ist es definitiv keine Wittikin-Agame, so wie man die in der Beschreibung sehen würde. Für mich sieht es einfach aus wie eine ausgewachsene Pogona Henry Larsoni, welche für sein Leben gerne Larven frisst. Die ganzen Körperproportionen, die man hier so ansätzlich sehen kann, und so sagen nämlich nichts darüber aus. Man sieht weder das Rückenmuster, noch die exakte Kopfform, weder noch sieht man den Schwanz. Wenn er zumindest einen Schwanz hätte, der etwa doppelt so lang ist wie sein gesamter Körper, könnte man vielleicht sogar schon eher sagen, ob es sich hierbei um eine Wittikinds handelt oder nur um eine Henry Larsoni, welche fälschlicherweise als Wittikinds verkauft wurde. Denn genauso wie bei manchen anderen Bartagam-Arten gibt es auch bei Pogona Henry Larsoni viele verschiedene Körperstrukturen, genauso wie es auch bei Pogona Wittizeps verschiedene Körperstrukturen gibt. Haku zum Beispiel, wie ihr auf dem Bild seht, hat eine ziemlich längliche Nase und wird auch deswegen hundertprozentig als Pogona Wittizeps identifiziert. Als ich allerdings Draco als Baby kurz gekauft hatte, haben manche auch so gesagt, dass er eventuell eine Zwerg-Bartagame bzw. eine Henry Larsoni sein könnte, da seine Schnauze vor allem sehr kurz aussieht. Aber ich muss zugeben, Draco hatte im Gegensatz zu vielen Bartagam-Babys wirklich eine sehr kurze Schnauze. Und trotzdem ist Draco zu 50 cm herangewachsen, was auf jeden Fall auch der Beweis ist, dass Draco kein Hybrid sein könnte, wie es zum Beispiel eine Pogona Wittikin ist. Und die Proportionen von Draco selbst haben alles andere gesagt als Hybrid. Ich bin mir also in dem Fall sicher, wenn man wie auf den Bildern gesehen von der Pogona Wittikinds reden sollte, dann würde man das tatsächlich auch sehen. Nicht nur augenscheinlich so, dass man es vermuten würde, sondern auch so, dass man das tatsächlich feststellt. Denn egal wie man etwas verpaart, irgendwann, früher oder später, kommt es eben immer raus, dass bestimmte Hybriden immer
aber auch immer wirklich ein Teil dazu beitragen, eine Körpersektion an sich zu tragen, welche hundertprozentig auch aussagt, ja, das ist ein Hybrid. Er hat genau diese Körpermerkmale und das sagt halt nichts anderes. Denn Hybridisierungen finden nämlich immer 50 zu 50 statt. Deswegen werde ich euch jetzt die Bartagam-Hybridisierung zeigen, welche hundertprozentig darüber aussagt, dass man auch sagen kann, dass es auch eine hybridisierte Bartagame ist. So wie das halt Pocona Vitikins in der Beschreibung darstellt. Und das ist das Video einer richtigen Pocona Vitikins. Mit einer richtigen Beleuchtung und man sieht vor allem sehr gut auch, was eine Pocona Vitikins im Groben und Ganzen oder im Großen und Ganzen sozusagen ausmacht. Nicht nur, dass er die halbe Größe einer Pocona Viticeps hat, nein, er hat tatsächlich auch Eigenschaften, die auf Pocona Viticeps sprechen würden, aber auch Eigenschaften, die auf Pocona Henry Larsoni sprechen. Der große runde Kopf, der schon halb dreieckig aussieht zum Beispiel, ist der einer Pocona Viticeps. Die ganz kleinen Stacheln, die er an der Seite hat, an dem Kopf, die kaum vorhanden sind, sind der Pocona Henry Larsoni zu verdanken, da die tatsächlich an den Kopf nämlich so gut wie überhaupt keine Stacheln hat. Deswegen sieht man die da auch nicht. Die Flecken und die Farbe der Bartagame sind vor allem der Pocona Henry Larsoni zu verdanken, da diese wahrscheinlich, als sie ein Elternteil war, genauso sandfarben war wie vielleicht die Bartagame. Beziehungsweise es gibt auch hellere Henry Larsonis. Der Schwanz selbst entspricht auch einer Pocona Viticeps. Man kann also sagen, dass bei dieser Bartagame tatsächlich eine 50-50-Hybridisierung vonstatten gegangen ist und diese tatsächlich auch erwachsen wurde. Dieses Video soll allerdings als keine Motivation gedacht sein, sich selber solche Tiere zu züchten, auch wenn man vielleicht denkt, dass diese vielleicht aussehen mögen. Hybridisierungen dieser Art funktionieren in dem Fall so eigentlich auch gar nicht. Es kommt zwar immer mal wieder vor, aus einem Unfall, vielleicht weil man falsch beraten wurde, dass man aus Versehen mal die ein oder andere Agame verpaart. Allerdings gezielt züchten, so wie man zum Beispiel heute schon Liger züchtet, so sollte man es tatsächlich nicht machen. Denn Pocona Viticeps und Pocona Henry Larsoni sind genauso zwei verschiedene Arten wie der Löwe und der Tiger, wie ich das schon in meinem letzten Video über German Giants erwähnt habe. Und nur weil man tatsächlich eine Agamart tatsächlich auch so hybridisiert, heißt es noch lange nicht, dass es auch gut für das Tier allgemein ist. Denn die Nachfahren dieser Tiere sind nämlich tatsächlich mit vielen verschiedenen Krankheiten gesegnet, welche diese tatsächlich auch nicht lange leben lassen. Und dass diese Tiere tatsächlich eine sehr geringe Lebenserwartung haben, ist aber ziemlich erwähnungswert, wenn man bedenkt, dass eine Pocona Viticeps von 15 bis 18 Jahre alt werden kann, aber Henry Larsoni mit etwa 5 bis 7 Jahren deutlich jünger bleibt. Doch wie ich schon in meinem letzten Video erwähnt habe, ist es tatsächlich in diesem Falle sogar eine traurige Realität geworden, dass solche Dinger immer mehr gefördert werden. Zuchtprojekte heutiger Pocona Viticeps scheinen offensichtlich nicht mehr um die Hybridisierungen drumherum zu kommen, um sich eine neue genetische Vielfalt aufzubauen. Allerdings kann durch eine Hybridisierung eine genetische Vielfalt genauso schnell auch wieder zerstört werden. Denn heute weiß man das tatsächlich auch schon bei manchen Tierarten. Um die reinzuhalten, muss man die tatsächlich innerartlich verpaaren. Man macht sie tatsächlich sogar schon Faxen, beziehungsweise es ist sogar schon schwierig, Tiere derselben Unterart zu finden, um diese miteinander sozusagen reinblütig zu verpaaren, ohne Gefahr zu laufen, dass man gleich einige verwandte Tiere mit verpaart. Vor allem bedrohte Tiere wie Löwen oder Nashörner sind von Domänen betroffen, weil es vor allem durch die Wilderei und durch die gesamten Lebensraumzerstörungen immer weniger Tiere von dieser Art gibt. Und die meisten Tiere, die man von dieser Art vorfindet, sind vor allem in Gefangenschaft. Doch wie gestaltet es sich bei Bartagamen? Kann man nicht einfach nach Australien fliegen und sich Bartagamen holen? Denn wie wir wissen, ist die Bartagame nicht vom Aussterben bedroht und ist etwa genauso häufig vorzufinden wie bei uns zum Beispiel Igel. Und genau da liegt das Problem. Man darf sich nämlich keine neuen Bartagamen holen.
keine wildlebenden Bartagamen bedeuten natürlich auch mit der Zeit, dass es immer mehr Tiere gibt, die innerhalb der Zuchtbranche immer mehr verwandt werden, weswegen die Zucht von Bartagamen tatsächlich, um die reinzuhalten, immer schwieriger wird. Denn das Aus- und Einfuhrverbot von Australien hat nämlich festgelegt, dass man keine Tiere einführen darf, aber auch keine Tiere ausführen darf. Während in Australien zum Beispiel recht unendliche Genbausteine vor einem liegen, die man zum Beispiel zum Züchten nehmen könnte, ist es doch tatsächlich so, dass aufgrund des Verbots die Genbausteine bei uns schon relativ eng bemessen und recht klein sind. Was in dem Fall auch heißt, dass man nicht wirklich frisches Blut aus der Wildnis sich entnehmen kann, um zum Beispiel weiter zu züchten. Das geht dann nämlich einfach nicht. Genauso wenig kann man sich natürlich auch eine Generation einfach so rausfangen, diese in Gefangenschaft züchten und dann exportieren nach irgendwelchen anderen Ländern. Das geht natürlich auch nicht. Und obwohl es noch relativ viele Bartagam-Zuchtstämme gibt, und so ist es tatsächlich für die meisten tatsächlich schon leider eine traurige Wahrheit, dass sie tatsächlich trotzdem eine Art genetische Depression erleiden in ihren Zuchtstämmen und weswegen sie dann auch plötzlich auf Hybridisierungen zurückgreifen, so wie ich das zum Beispiel erwähnt habe. Doch genau das ist nämlich der falsche Weg. Dadurch, dass nämlich auf Hybridisierungen zurückgegriffen wird, wird nämlich der originale Zuchtstammbaum tatsächlich ziemlich verunreinigt, weswegen man auch sagen kann, dass man auf jeden Fall nicht mehr sagen kann, ob das jetzt wirklich eine rein rassige Bartagame ist, beziehungsweise eine rein erbliche Bartagame oder eben eine hybridisierte Form. Und damit will ich keinesfalls die Leute angreifen, welche jetzt zum Beispiel aus Unkenntnis zum Beispiel mal einen Hybriden gemacht haben, weil das passiert jeden Mal. Aber ich will vor allem gegen die Leute aussprechen, welche vor allem mit Absicht eine hybridisierte Bartagame züchten, nur um an Geld zu kommen. Und klar, es ist schon interessant zu sehen, dass zwei verschiedene Tierarten, welche eigentlich ziemlich unterschiedlich aussehen, trotzdem irgendwie miteinander irgendwas machen können und dabei sogar was rauskommt. Doch sollte man bei sowas tatsächlich aber auch auf den Tierschutz achten. Denn der Tierschutz legt nämlich direkt fest, dass man eigentlich eine Hybridisierung wie diese nicht befürworten sollte. Und trotzdem existieren sie. In der freien Wildbahn gibt es immer mehr hybridisierte Tiere, welche zwar aus der freien Natur entstehen, aber auch nur zufällig, weil zum Beispiel ein bestimmtes Tier auf eine bestimmte Tierart geprägt wird oder zum Beispiel, weil es sich irgendwie ergibt. Speziell in Zoos ist es auch sehr häufig möglich, dass Hybriden tatsächlich aus Zufall entstehen können. Zum Beispiel gibt es bei uns im Hallischen Zoo eine Kreuzung zwischen einer Kanadagans und einer Schneegans. Das ist aber auch nur passiert, weil bei uns ziemlich viele Gänse im selben Gehege gehalten werden, man aber niemals gedacht hätte, dass diese sich irgendwann mal miteinander verpaaren würden. Das zum Beispiel ist eine sogenannte Unfallzucht und sowas kommt zum Beispiel auch in der freien Natur aus Zufall vor. Daraus wird kein Profit gezogen und diese Tiere werden auch nicht so vermarktet, dass man zum Beispiel den gesamten Zuchtstammbaum zum Beispiel schädigt. Aber eine absichtliche Hybridzucht, wie zum Beispiel bei dem Pogona barbatus und dem Pogona viticeps zurzeit als Ziel gesetzt wird, finde ich, dass man es tatsächlich nicht übertreiben sollte. Und damit meine ich vor allem, wenn man schon keine Bartagame zum Züchten findet, sollte man damit komplett aufhören, anstatt weiterhin Gott zu spielen und sich Hybriden zu machen, welche dann sozusagen nur dem Profit dienen und weniger dem Wohle des Tieres. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Hybriden, wie zum Beispiel das Maultier oder zum Beispiel der Liger, sind nämlich Bartagam-Hybriden komplett zeugungsfähig und können dann innerhalb kürzester Zeit, wenn man es nicht richtig beobachtet, den gesamten Stammbaum reiner Bartagam sprichwörtlich zerstören. Das war jedenfalls von meiner Seite aus das Video für heute. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel in die Kommentare schreiben, wie findet ihr Bartagam-Hybriden? Findet ihr, dass diese gut sind oder sind diese schlecht? Oder stimmt ihr mir da bei diesen Gedanken vollständig zu?
Ihr könnt aber, wenn ihr damit Erfahrung habt, tatsächlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr darüber erzählen als ich. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr von diesen Plänen haltet, Bardagam-Hybriden bei zukünftigen Zuchten zu verwenden und ob es wirklich so schlecht ist, wie ich das denke. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder beim nächsten Thema über Bardagam. Also bis zum nächsten Mal, bis bald, ciao.